Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zurück zu einem neuen Food Diary von mir. Die Sonne steht gerade ein bisschen ungünstig. Ich bin unterwegs. Ihr habt gesehen, ich war auch gerade im Donut Shop. Und zwar haben wir tatsächlich hier in der Stadt zwei Donut Shops, weil ich habe, glaube ich, im Fear Food Video gesagt, dass wir nur einen haben. Wir haben tatsächlich zwei. Mal gucken, ob wir vielleicht noch einen dritten haben, von dem ich noch nichts weiß. Aber ich war jetzt gerade Donuts holen, weil es ist heute verlängertes Wochenende. Und ich habe gedacht, ich hole euch einfach mal die nächsten drei Tage mit und zeige euch so, was ich so übers Wochenende tue und esse. Das wird also eher so ein Food Diary Vlog, so wie früher, ich das öfters halt mal abgedreht habe, bevor regelmäßige Vlogs auf meinem Kanal erschienen sind, habe ich euch ja auch so durch meinen Alltag mitgenommen in meinen Food Diaries. Und ich habe jetzt gerade Donuts geholt zum Frühstück, weil die Kinder, die sind momentan krank. Die waren gestern schon zu Hause. Die haben die Freck, also die eine Erkältung. Habe sie beide schon auf Corona getestet. Der Test war negativ. Deswegen dachte ich mir, Comfort Food gibt es heute Morgen halt Donuts zum Frühstück. Für mich persönlich gibt es heute den Donut zum Nachmittag allerdings erst für Kaffee und Kuchen. Ich habe mir den hier extra füllen lassen. Du kannst hier tatsächlich die Donuts füllen lassen. Also anstatt die schon gefüllt sind, haben die halt eine Liste mit Füllungen und dann machen die das dann ganz frisch. Und ich habe mir einen geholt mit Aprikose. Klingt nach Berliner, also nach richtig deutschem Berliner. Und deswegen, also ich freue mich da schon drauf. Aber ich werde jetzt ganz schnell nach Hause düsen. Es ist nämlich auch popokalt. Es ist heute Morgen tatsächlich nur minus 5 Grad. Mein Auto hat heute Morgen schon unterwegs mich angepiept und mich gewarnt, dass die Straße vereist sein könnte, weil es halt so kalt ist. Aber Gott sei Dank hat es heute Nacht nicht geregnet. Deswegen sind die Straßen noch nicht vereist. Es soll auch am Montag schneien. Kalt genug wäre es. Wir werden sehen. Aber ich düse jetzt nach Hause und zeige euch dann mein Frühstück, weil, wie gesagt, mein Donut gibt es erst heute Nachmittag. Und falls ihr mehr solcher Food Diaries sehen wollt in Vlog-Form, lasst mir gerne einen Daumen da, damit ich Bescheid weiß. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Für mich zum Frühstück heute gibt es wie immer mein Müsli. Da habe ich heute mal so richtig Lust, obwohl es draußen kalt ist. Wundert mich. Normalerweise esse ich dann lieber so Porridge, also warmes Frühstück. Aber ich habe jetzt richtig Bock auf mein Müsli mit Hafermilch. Und habe ich dann auch eine Banane reingeschnippelt. Und noch ein paar von diesen Chocolate Chips, Pumpkin Spice Flavor. Habe ich auch nicht mehr viele. Die sind noch von meiner Challenge übrig geblieben. Die müssen weg. Und die schmecken auch wirklich richtig, richtig gut. Da habe ich eine Handvoll mit beigetan. Und das lasse ich mir jetzt auf jeden Fall schmecken. Waschmaschine und Trockner brauchen wir auch noch ganz dringend. Müssen wir mal schauen, weil wir uns hier gucken uns die jetzt auf jeden Fall mal an. Hier, die sind ganz cool. Gefällt mir ganz gut. Schön. Mal schauen. Ich will auf jeden Fall hier sowas in Silber oder in Grau. Sowas hier. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade dabei, mir mein Mittagessen zu machen. Also habe mir hier schon ein Drittel einer Paprika geschnitten. Das schneide ich mir dann gleich in Streifen. Ich denke, ich mache mir da jetzt auch ein Rührei dazu und toaste mir vielleicht ein paar Scheiben Brot auf. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ich habe in letzter Zeit so Lust ständig irgendwie auf Ei. Ich könnte jeden Tag Ei essen. Ich habe da schon mal so eine Phase gehabt, die hielt sehr lange an. Und dann hatte ich eine Phase gehabt, danach konnte ich gar keine Eier mehr sehen. Habe ich gar keine mehr gegessen. Aber momentan bin ich da echt wieder auf einem totalen Eiertrip. Habe gestern auch wieder neue gekauft. Waren eben auch, habt ihr gesehen, habe ich gesagt, ich hole euch heute mal so einen ganzen Tag über mit. Waren auch schon im Goodwills und haben die Sachen abgegeben, die wir ausgemistet hatten letzte Woche, als unsere Sachen, also unsere Storage-Sachen kamen. Also wenn den Umzugsvlog davon nicht gesehen hat, ich verlinke euch das mal hier oben gerne. Könnt ihr hinterher reinschauen, wenn ihr wollt. Aber die Sachen haben wir jetzt weggefahren. Da wollen wir hinterher noch zum Home Depot, weil wir eine neue Waschmaschine und Trockner brauchen. Beziehungsweise, wir wollten mal schauen. Also brauchen dringend hätten wir sie jetzt nicht. Also es hätte noch ein bisschen warten können, aber die haben da momentan so Black Friday Deals schon im Monat im November. Und auf jeden Fall haben wir da jetzt welche geholt, also einen Trockner und eine Waschmaschine im Set.
und es wird dann Ende vom Monat geliefert. Ich glaube, am 26. November. Das kommt dann wohl auch mit einer App, keine Ahnung. Ich kenne mich da ja gar nicht aus. Also ich werde wahrscheinlich die App auch erstmal gar nicht benutzen. Es sind halt so smart, smart Devices, keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich weiß nicht, was da dran so mega besonders ist, aber mein Mann und sein Spielzeug. Deswegen, ja, aber das haben wir auf jeden Fall gekauft. Das wird dann geliefert Ende vom Monat und ich werde mir jetzt mein Mittagessen machen. Wie gesagt, ich denke Rührei, eine getoastete Scheibe Brot und halt die Paprika. Die wird es geben. Das wird's heute. Ich habe mich dann doch umentschieden und habe statt Toastbrot mir diese Pita-Cracker auf den Teller getan mit ein bisschen Hummus und der Paprika und Sriracha-Soße dann auf dem Ei. Und diese Pita-Cracker, das sind die hier, die habe ich gestern im Aldi nochmal gekauft. Die schmecken richtig gut. Ich liebe die. Die Kinder lieben die auch, deswegen habe ich noch so eine zweite Box gekauft mit Knoblauch. Aber heute habe ich dann erstmal die mit Salz aufgemacht und das werde ich dann erst essen. Und dann werde ich mich mit meinem Mann bei minus 3 Grad raustrauen und die Blätter zusammen fegen. Also wir haben da ganz viele Bäume. Draußen haben wir einen Riesenbaum stehen. Hinterm Haus haben wir, glaube ich, 3 Bäume stehen. Und jede Menge Blätterchaos, das machen wir dann gleich. Aber jetzt werde ich erstmal mein Lunch genießen. Mein Tee ist jetzt schon fast leer. Ich habe mir dann jetzt meinen Donut von heute Morgen geholt und da sieht man, der ist so richtig schön gefüllt mit Aprikosenmarmelade. Und normalerweise mag ich das Bavarian Cream, also diese Custard, super gerne. Aber ich dachte mir, wenn ich jetzt den mit Aprikose fülle, dann hat er vielleicht so Heimat-Vibes, so Berliner-Vibes von zu Hause. Und deswegen, den genieße ich jetzt. Ich war nämlich eben mit meinem Mann eine ganze Stunde draußen und habe jetzt erst auch mal eine Stunde hier auf der Couch gesessen mit meinem heißen Tee, um mich ein bisschen aufzuwärmen, weil meine Hände wirklich komplett eingefroren sind und auch meine Nase und am Ende dann auch meine Zehen. Also es war wirklich dadurch, dass es halt auch so windig war, auch ganz mieses Timing wirklich, weil wenn es windig ist und Blätter zusammenkehrt, das ist, glaube ich, keine so geile Kombi, aber es musste gemacht werden und es wird nur noch kälter in der nächsten Woche und deswegen. Und heute hat mein Mann halt auch frei und nächste Woche arbeitet er wieder die ganze Woche und dann sind wir halt eine ganze Woche nicht da und deswegen musste das unbedingt gemacht werden. Haben wir dann halt jetzt schnell erledigt. Aber ich werde jetzt erstmal hier diesen leckeren Donut genießen und den restlichen Tee noch trinken. Vielleicht mache ich mir sogar noch eine zweite Tasse. Das war ein Riesenhumpen. Ist auch noch eine Halloween-Tasse. In meinen Augen ist es für mich schon Weihnachten. Halloween ist vorbei. Und deswegen schaue ich auch jetzt nebenbei noch einen Weihnachtsfilm. Ist auch definitiv kalt genug. Ich glaube, wenn wir unsere Sachen schon hätten, dann hätte ich auch schon auf Weihnachten dekoriert. Haben übrigens auch keine Teller mehr. Die 4 Teller, die wir besitzen, sind in der Spülmaschine. Er hat auf jeden Fall an der Füllung heute Morgen nicht gegeizt. Und das würde ich jetzt genießen. Einen Tee nebenbei trinken. Meinen Weihnachtsfilm gucken. Und dann melde ich mich wieder zum Abendessen. Hier ist dann jetzt mein Abendessen. Es ist 5:30 und es ist schon stockdunkel. Also das Licht ist hier echt unter aller Kanone. Ich hoffe, ihr könnt es dennoch sehen. Es ist einfach Reis. Und da habe ich dann hier in so einer Auflaufform, da waren eben noch Pork Chops drin. Also so eine Art Schnitzel in einer Tomatensauce mit Mozzarella, Käse und Tomaten. Und ich habe dann nur hier so Mozzarella und Tomaten und Soße mit Gemüse, weil ich mache mir nichts aus. Pork Chops ist so ähnlich wie Schnitzel und da liegt mir gar nichts dran. Aber das hier lasse ich mir jetzt schmecken. Thank you.
Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Es ist heute nochmal sehr bewölkt, deswegen ist es im Haus nochmal sehr dunkel. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall English Muffins, diese British Muffins mit Raisin, also Rosine und Zimt. Da habe ich dann veganen Frischkäse drauf getan, ein bisschen Erdbeermarmelade und einen leckeren Fruchtsalat gibt es dann auch noch dazu. Da ist alles drin, also Trauben, grüne und auch rote, sowie eine Banane, Heidelbeeren, Apfel, was habe ich hier noch alles drin? Ananas, Pfirsich und Mango. Ein bisschen Joghurt obendrauf, ein bisschen Zimt und das werde ich dann jetzt essen und dann werde ich schon später mit meinem Mann auf jeden Fall noch, denke ich, ins Fitnessstudio fahren. Zum Laufen ist es draußen sehr kalt. Ich glaube, das sieht man nicht, dass es kalt draußen ist. Es ist kein Frost nirgendwo, aber es ist -7 Grad. Es ist wirklich ungemütlich heute. Deswegen fahren wir dann heute mal ins Fitnessstudio. Abgesehen davon wollte mein Mann mir sowieso zeigen, wo das ist. Und dann weiß ich das nächste Mal Bescheid. Und dann wollten wir später auf jeden Fall auch noch der Melissa ihr Zimmer anstreichen. Also heute steht noch einiges auf dem Plan. Aber jetzt wird erstmal gefrühstückt. Wunderschönen guten Tag, wobei das habe ich heute Morgen schon erwähnt, glaube ich. Ich bin so durch den Wind. Es ist draußen so kalt. Ich war jetzt gerade im Walmart, weil, wie ihr gesehen habt, war ich heute Morgen ja auch im Fitnessstudio mit meinem Mann. War schon eine halbe Stunde auf dem Laufband und 10 Minuten das erste Mal auf dem Stairmaster. Weil wir in Okinawa in dem Gym hatten wir zwar auch einen Stairmaster, aber der war nach 2 Wochen schon kaputt. Und dementsprechend konnte ich das halt auch nicht mal ausprobieren. Ich wollte das schon immer mal auf so einen Stairmaster. Das sieht irgendwie immer so cool aus. Keine Ahnung. Ist auch wirklich anstrengender, als es ausschaut. Ich war jetzt auf jeden Fall wie gerade eben schon erwähnt beim Walmart, weil fürs Mittagessen. Ja, also alles das, was ich so im Haus hatte, hat mich nicht so angesprochen. Also ich hatte jetzt keinen Bock gehabt, jetzt irgendwie mir nochmal ein Rührei oder ein Omelette zu machen. Ich hatte auch keinen Bock auf ein Sandwich und ich habe nach dem Cardio sowieso wenig Hunger, bis gar keinen Hunger. Haben jetzt schon fast 2:30. Punkt 12 Uhr zur Lunchzeit waren wir wieder zu Hause. Das heißt, mein Workout ist jetzt schon bestimmt fast 2 Stunden dann her. Und jetzt wollte ich euch gerade zeigen, ich habe nämlich bin ewig lang im Kreis gelaufen im Walmart, weil ich echt ich hatte keine Ahnung, was ich essen will. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich Lust hatte. Und da wird, also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich werde dann so richtig frustriert. Also ich werde dann so richtig mit mir selber sauer. Und oftmals passiert mir das dann sogar, dass ich dann irgendwann wirklich die Schnauze voll habe und dann halt einfach gar nichts esse. Ich weiß, das ist auch nicht das Beste, aber das ist bei mir halt einfach wirklich, ich bekomme dann eine richtig schlechte Laune. Also, aber ich habe jetzt doch was gefunden, was mir zusagt, was ich gerne probieren will. Und zwar sind es hier Chicken Vegetable Dumplings für die Mikrowelle. Hatte ich vorhin noch nie gehabt. Keine Ahnung, ob die dann jetzt auch gut schmecken, aber ich hatte diese Pork Dumplings in Japan aus dem Family Mart. Ich glaube, es war aus dem Family Mart und die waren richtig gut und ich hoffe, dass die wenigstens ansatzmäßig so ein bisschen schmecken wie Japan, wie zu Hause. Obwohl ich glaube, dieses Bibigo, ich glaube, das ist koreanisch. Ja, das machen wir uns dann jetzt zu Hause und danach muss ich mit meinem Mann das Zimmer streichen von der Melissa. Ich habe sowas von gar keine Lust, Leute. Leute, ich bin so im Eimer. Ich habe auch so einen mega Hunger. Ich habe jetzt mit meinem Mann 2,5 Stunden das Zimmer gestrichen. Es hat 3 Coatings gebraucht, um das ganz abzudenken, das Pink. Das Weiße muss noch eine 3. Coating bekommen. Mein Mann arbeitet anscheinend ein bisschen langsamer als ich, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich mache das danach nach dem Abendessen. Pizza ist im Ofen. Bei uns gibt es ja, habe ich eben erwähnt, samstags bei uns immer Pizzaabend und ich kaufe die immer im Aldi. Das ist so eine riesengroße, davon schon mal 2, so 16 Inch. Zeige ich euch danach, aber ich bin so im Eimer und ich bin auch wirklich tierisch am Verhungern.
hungern gerade. Ich habe so einen mega Hunger. Normalerweise habe ich immer noch so einen Nachmittagssnack und ich hatte mir eigentlich auch noch einen Donut von gestern beiseite gelegt. Ich denke, den werde ich dann eventuell als Betthupferl essen oder so, weil morgen kann man den nicht mehr essen. Dann ist der zu hart. Ich habe nämlich den Fehler gemacht und die gestern nicht aus der Box geholt. Ja, dementsprechend sind die halt schon so ein bisschen härter. Aber der muss auf jeden Fall heute weg. Aber ich habe eben schon zu meiner Tochter gesagt, zu Melissa gesagt, wenn dir das jetzt nicht gefällt, hast du Pech. Ich streiche das nicht nochmal. Streichen ist definitiv nicht. Nee, ich mag das gar nicht. Also ich... Die dünne Kruste wäre jetzt auf jeden Fall mal fertig und die andere, die backt dann jetzt noch vor sich hin. Ich habe so einen mega Hunger. Da ist jetzt Peperoni drauf, Sausage, ganz viel Käse, Tomatensauce und wie gesagt, dünne Kruste, die mag ich ganz gerne, aber ich bevorzuge tatsächlich normale Kruste. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welche ihr Kruste ihr bevorzugt. Dünn oder traditionell? Davon hole ich mir jetzt ein paar Stückchen und vielleicht auch noch ein paar mehr, weil ich habe echt mega Hunger. Die vier einzigsten Teller, die wir besitzen momentan, befinden sich momentan gerade hier in der Spülmaschine. Deswegen essen wir dann jetzt auf Zeber, also Küchenrolle. Und die Pizza hier, die braucht dann jetzt noch ein paar Minuten. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, ich werde krank. Ich glaube, ich habe mich bei den Kindern angesteckt. Vielleicht hört man es auch so ein bisschen in meiner Stimme. Die kratzt irgendwie so ein bisschen. Aber ich habe mir jetzt auf jeden Fall jetzt erstmal hier Frühstück gemacht. Und zwar gibt es für mich heute einen griechischen Joghurt mit dem Rest Obstsalat von gestern. Deswegen die Banane, die ist schon so ein bisschen braun geworden. Aber schmecken tut sie dann dennoch. Da habe ich mir dann jetzt auch noch ganz viel von diesem Honig Haferflockengranola drauf getan. Das habe ich mir vor ein paar Tagen im Aldi gekauft. Und noch jede Menge Honig für die extra Vitamine, damit vielleicht die Erkältung nicht ganz so schlimm ausfällt, weil die Kinder haben, vor allen Dingen die Melissa, die hat am Donnerstag so richtig flach gelegen. Das war echt nicht lustig. Aber ja, das lasse ich mir jetzt auf jeden Fall schmecken und ich denke, dann haue ich mich noch ein bisschen auf die Couch. Gucke entweder noch einen Weihnachtsfilm oder lese noch ein Buch. Mal gucken. Heute lasse ich es auf jeden Fall langsam angehen. Das Zimmer von der Melissa ist auch soweit fertig. Es müssen nur noch so ein paar Ecken gemacht werden. Ich zeige euch das mal schnell. Hier sieht man noch ein bisschen grün. Das muss noch gemacht werden. Deswegen sitzt mein Mann da. Morge. Ah ja, und an der Decke müssen wir halt auch noch ein bisschen was machen. Beziehungsweise er macht das jetzt. Aber ansonsten sind wir fertig. Es fokussiert auch nicht wirklich gescheit. Aber es sieht auf jeden Fall viel, viel, viel besser aus. Waren drei Schichten. Dreimal haben wir gestrichen. Aber das Grün war wirklich so hässlich, gell? Das Grün war echt, ja. Ja. Na, das ist ja auch nur ein Schrank. Weil den haben wir auch gemacht. Aber der ist jetzt nicht perfekt. Aber es ist nun mal ein Schrank. Ich bin nochmal im gleichen Pulli wie gestern. Ich bin eben beim Einkaufen, habe ich mich in ein anderes Outfit geschmissen. Die Klamotten, die ich heute Morgen anhatte, hatte ich gestern beim Streichen an. Und die haben gestern ein bisschen gelitten. Ich habe jetzt gerade ein bisschen gelesen. Ein Weihnachtsbuch habe ich mir runtergeladen von Kindle Unlimited. Bin schon total in Weihnachtsstimmung. Ist euch aber bestimmt schon aufgefallen. Unser Aldi hat doch endlich einen Marzipan-Christstollen gehabt. Also die hatten bisher immer nur diesen Mandel-Christstollen und einen Butter-Christstollen. Und der Marzipan-Christstollen war ständig ausverkauft. Und als ich vor ein paar Tagen dann da war, hatten sie ihn endlich gehabt.
gehabt und habe ich den einfach mal mitgenommen. Der ist zwar nicht gerade billig hier bei uns im Aldi, ich glaube, ich habe irgendwas mit über 6 Euro bezahlt, also Dollar. Dollar und Euro sind ja momentan gleich. Den habe ich jetzt so richtig genossen, hat mir total meinen Tag versüßt. Ich finde das so unglaublich toll. Also ich hätte mich das noch vor einem Jahr, hätte ich das wahrscheinlich mich nicht getraut, so ohne abzuwiegen, so einen Christstollen zu essen. Aber ich habe das jetzt so genossen. Das war so unglaublich lecker. Ich werde mir garantiert auch für Weihnachten, also für Heiligabend, nochmal einen kaufen, vorausgesetzt, die haben den dann noch. Zum Abendessen hatte ich eigentlich geplant, dass ich so ein Hähnchen, Thai-Hähnchen-Curry mache mit Ananas. Habe aber vergessen, das Hähnchen aus dem Tiefkühler zu holen. Das ist jetzt noch komplett gefroren. Ich denke, das mache ich dann morgen Abend. Und mein Mann kam dann auf die Idee, wir könnten ja eigentlich mal nochmal in den IHOP essen gehen. Da waren wir nämlich schon seit über einem Monat nicht mehr. Da werde ich euch auch so ein bisschen noch mitnehmen, also zeigen. Ob ich das mit dem Handy mache oder mit der Kamera, weiß ich noch nicht. Ich werde das wahrscheinlich mit Musik wieder überspielen müssen, weil es in Restaurants immer ziemlich laut ist und es ist mir auch ein bisschen unangenehm, da zu filmen. Ich will auch da keinen stören oder so beim Essen mit meiner Kamera. Ja, ich weiß noch nicht, wie gesagt, was ich will. Pfannkuchen oder Burger?